typisch, wenn du was mit dem Christ machst. Typisch! Das hast du super gemacht! Wenn es halt vorgeschlagen worden ist. Und ich hab nur gesagt, passt auf, die sperren uns ein. Und wie ist es gekommen? Und was hab ich gesagt? Solange der Laster da ist, passiert nichts. Ihr müsst aufpassen, wann der Laster ausfährt. Ja, ja, Papa, jetzt stell du dich noch als den Weisen da. Du. So ist es. Fortfahren habt ihr noch lassen. Fortfahren. Hört uns doch die Scheiße nein gefahren. Wortwörtlich nein gerieben. Mann. Der einzige vernünftig da hinten ist der Hundsköder. Ja, der hat das Auto eingesäut. Kannst du? Ich bin ja Verbrecher von ehrlich war. Du bist einer. Gleich merken, das nächste Mal ein 17 und ein 19er Schlüssel. Da werden wir schon trauen. Wer kommt denn jetzt? Einer von der Firma oder der Wachdienst oder die Polizei? Unter 7 Uhr kommt schon ja noch rüber mit dem LKW, wird uns das Rechnung stellen. Wenn du so saftiger Straf kriegen wir jetzt auch noch. So, das hat sich gelohnt, so viel Auto kann ich gar nicht mehr verkaufen. Mensch. Ja, aber so ein blöder Zufall, wir wollten den doch froh. Auf einmal war genau, sind noch hinterher gefahren. Ja. Der hört aber auch überhaupt nicht, wenn man hupt. Hupt und Licht hoch und alles. Die Autos sehen aus. Ganze Linie haben wir da wieder gewundert. Ja, feine Rauzilein. Wie ist jetzt der hübscheste vor die Happenbergs? Und mehr Verstand hast du auch. Mhm. Fein. Mal gucken, wer wen hypnotisiert. Hey, du mit deiner kleinen Achala. Kann man dir auch hypnotisieren? So wie in Dingsbums Film. Hey? Hallo, redest du nicht mehr mit jedem? Doch, doch. Zuchthäusler. Naja, morgen schauen wir in die Zeitung. Mach das Ding jetzt aus! Als erstes den Fotoapparat auspackt, weißt du, was gespielt ist. Beweise sammeln. Ach Gott. Ich schäme mich so für euch, ehrlich, echt nach. So, Herr Christ, was ist Ihnen denn passiert? Was ist mir passiert? Ich habe mal wieder auf die Firma Hagenberg Druck, Werbung und hier Management ja, gehört. Ist ganz klar. Management hat wieder total versorgt. Schauen wir dich an, das Elend, der traut sich nicht mehr auszusteigen. Ja? Komm mit seiner hier Perversil-Schüler da an. Ne? Hier in Nabaleder. Wenn du nie auf das hörst, was man dir sagt. In Nabaleder mit Froschschenkel-Ausführung, ja? Ich leicht genoppt und gerippt. Da unten durch den Schnee fahren und nicht hier rein. Chaka, sag ich nur. Hat schon jemand von euch Statusmeldung bei Facebook abgedatet? Was? Wo man stehen gerade, kannst du mal nein schreiben. Mit Geokoordinaten zu finden unter. Genau. Wir sollen uns auf Brotzeit schicken. Herr Chris, das hat jetzt alles keinen Sinn. Du brauchst jetzt gar nicht da irgendwelche Kommunikation zu starten. Du hast die Scheiße jetzt verzapft. Ich muss mich nicht beruhigen. Und ich stehe auch dazu, verstehst du? Ich zieh dich raus. So lang wie er ist, fehlt der Verstand. Muss man einfach sagen. Mann. Da ein bisschen Chakra da und so. Und Charisma, und wie das da sich alle schimpft. Ist doch wahr. Der Voodoo Master da.
Du kommst hier nicht raus, genau. Das fehlt gerade noch. Die Mauer muss weg. Vortrottel. Die Mauer muss weg. Jetzt kannst du die 5 Minuten aus der Zone. Hey, du könntest doch mal Schwung nehmen mit dem geliehenen Auto. Zweimal bist du da durch. Ich hab das vorhin noch gesagt, beobachte den Laster, der darf nicht fahren, das ist der Letzte, der herin ist. Aber nein, es ist ja wurscht, was ich sage, es ist ja völlig egal. Du hast uns doch erst in die Situation gebracht. Überhaupt nicht, ich wollte gar nicht da rein, ich wollte da hinten fahren. Genau, wollte gar nicht da rein. Ich hab gleich gesagt, das ist nicht gut, das kommt nicht gut. Nein, du musstest ja unbedingt ins Kieswerk. Genau, ich hab mir das ausgesucht mit meiner Ballerina, wie der da war heute. Dann hör auf jetzt. Wir können ja schon mal sommerlich. Sammeln anfangen. Nala, und mit dir wollte ich ein bisschen durch die Gegend laufen. Und was haben wir jetzt? Jetzt sind wir eingesperrt alle zwei. Ja. Wir fangen in unserer Scheinwelt. Du hast da seit langem einmal angemessene Unterhaltung. Seit langem einmal wieder. Ja? Sag mal Hallo. Hallo. Ja, du nicht. Oh. Genau, ich sag noch, ich hab noch sogar die Warnwesten angezogen, dass er mich sieht. Den sollen sie mal zur Untersuchung schicken, den Pfarrer. Hoffentlich ist keiner, den ich kenne jetzt. Das ist ja noch schlimmer dazu. Das macht nichts, das Video kommt eh online. Das traust du nicht mehr. Ich schau mir jetzt an mein Auto. Mein Deutsch wäre schon längst durchgebrochen. Das Auto sieht aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was soll denn ich sagen? Ich muss den um 4 wieder abgeben. Ja, das ist ja nicht einmal deine. Das ist ja das Problem. Meinen könnte ich morgen sauber machen. Ich habe heute noch mal meine Tabletten genommen. Komm noch dazu. Viagra oder was? Oder Antidepressiva? Ja, ich brauche das Gegenmittel zu Viagra. Ja, der fährt jetzt vorbei und lacht sich an. Kamera überwacht. Houston, we have a problem. Das ist aber auch nicht normal mit uns, ehrlich. Na. Na, das ist einfach, weil das immer wieder und immer wieder und immer wieder bei dir das Gleiche ist, verstehst du? Bei mir. Das ist immer wieder das Gleiche. Jedes Mal und jedes Mal. Ich kann sagen, was ich will, es ist dir wurscht und am Schluss sind wir jedes Mal in der gleichen blöden Situation. Das nächste Mal lasse ich dich in Bingen mit deinem Scheißanhänger stehen. Mitten an der Straße. Du kannst davor dich hinglühen. Selbst da hast du nicht auf mich gehört. Du hast mich nicht richtig eingewiesen, wie immer wieder mal. Ja. Alle so Halbwahrheiten, verstehst? Ja. Das Blaue ist die Route, nicht das Gelbe. Das Gelbe ist die Straße. Wie wir schon angekommen sind und das Drecks Navi hat statt 300 noch was 400 noch was angezeigt, das hast du erst einmal schon gelungen. Oh, hat der Adam gesagt, hui, 469, nicht 369. Was haben wir draus gemacht? 550. Weil du nicht dauernd zu verfahren hast. Sollten wir Autobahn fahren, auch noch. Ach Gott. Ja, Fußgänger, langsame Fahrzeuge, müssen wir Leitplanken durch. 6 Kilometer war das Ding schon angesetzt an der Mauer. Ja. Wenn du uns auch mit deinem scheiß Navi in deinen Weinberg schickst, anstatt auf die Straße. Ach, das Blaue ist die Roten. Ich hab gedacht, das Gelbe. Da hätte ich, nach die ersten 5 Kilometer hätte ich die schon längst abhängen sollen. Hätte ich gesagt, Hagi, guck mal, schau mal und horch mal, ob sich was tut.
Ich habe ja nicht gedacht, dass ich hier dir mal eingesperrt wäre, aber jetzt haben wir das auch noch geschafft. Herr Moment! Einsperren Teil 1! Noch nicht kommt Einsperren Teil 2! Wenn so ein silbergrünes Auto kommt, wissen wir, was los ist. Ich würde mich nicht wundern. Nein. Das Schlimme ist ja noch, wenn es ein Adam sehen, damit so denkt, da zerlegen sie uns ja die Autos. Verstehst du, wenn man denkt, dass der will einbrechen, die anderen wollen ausbrechen. Die lassen uns nie raus, die gucken, die rufen die Polizei an, gucken sämtliche Fahndungsfotos durch. Hey. Hi. So, hallo. Mann, jetzt wird man noch straf, wenn ich euch abhängen. Na gut, Hagi, hier kann ja nichts passieren. Du bist ja auch kein Deutscher. Da kann dir gar nichts passieren. Weil für dich die deutsche Straf- und Rechtsprechung ja keine Anwendung hat. Ne? Natürlich. Du hast wieder mal das eine mit dem anderen überhaupt nicht verstanden. Oh je. Du verstehst gewisse globale Zusammenhänge nicht. Weil du immer nur halb zuhörst, das ist dein Problem. Genauso wie jetzt. Genau deswegen sind wir genau deswegen in dieser Situation, weil du nur halb zuhörst. Schatzelein, bei dir kann man ja nur halb hören. Weil bei den vielen Worten, die du sprichst, der Informationsgehalt recht dürftig ist. Also muss man doch die Hälfte muss man ausblenden. Muss man einfach ausblenden. Pass auf, den Laster auf. Das ist der letzte in dem Betrieb. Und wenn der rausfährt, müssen wir mit, weil sonst ist das Tor zu. Und wir hatten einen wunderschönen Fototermin. Einen abfahrenden blauen Laster vor einem verschlossenen Tor. Nein. Nach unten. Runter! Also jetzt hast du nicht ein Problem. Du musst dich um den Hund 8 kümmern. Den kannst du ja nicht mitnehmen. Ich würde mal die Corinna anrufen. Die soll schon mal einen Hund übernehmen. Dann kriegen wir durch den Zaun. So will ich was in Tiere in Zuchtanstalten nicht erlaubt, ne? Therapeutische vielleicht. Kannst du das auch? Das ist der Therapiehund. Willst du auch mal so treu dumm gucken? Gut, mit dumm klappt ja schon, aber mit treu. Ah, dann macht das Ding jetzt aus. Sonst fahren heute nur 3 Haaren. Ja, ich würde aber die Polizei filmen, wenn sie ankommt. Ja, klar. Mit Blaulicht. Wenn da Silbergrüß herfährt, ey, ich sperre hier ab. Ich sag, das ist mein deutsches Reich. Mein Hoheitsgebiet. Heidenei. Also wenn alle Stricke reißen, dann rufen wir mal Bekannte an, die uns mit Zelt oder mit irgendwas versorgen. Dann können wir den Kann mit so einem Autotransporter, der könnte herfahren. Mit einem Dreibein. Könnt ihr ein Ding darüber hier. Da kommt er. Der kommt mit dem LKW hoch mit der Hasen. Das ist genau der da zugeschlossen hat. Ei. So. Jetzt gehen wir in Angriffsstellung, ja, und scheißen da an. Und scheißen da dermaßen an. Aber erst wenn wir draußen sind. Der kommt aber hier angeheizt, ne? Ja, der stinkt ich, der wollte haben. Ich glaube, es geht lieber rein, ne? Genau, mach du das mal, Herr Chris, du bist ja verantwortlich dafür. Ich sag's als allererstes. Pass mal auf, der Herr Hackenberg. Servus! Grand Malheur, wir wollten rein, wollten ein Video machen, haben euch noch gesehen mit dem LKW. Wir sind noch hinterher gefahren, waren in der Seitenstraße, sehen den LKW vorbeifahren, haben noch gehupt und dann war er weg.
Und dann stand mir da. Das ist nur für Facebook. Ah, wenn er wisst, dass ich nicht gefilmt wird, gell, dann. Wenn man es jetzt ein bisschen lustig gemacht, wer jetzt kommt, die Polizei oder das SEK. Wir bedanken uns in aller herzlichen Form. Was habt ihr denn jetzt gefilmt? Wir wollten ein Modellauto, so einen großen Benziner, fängsteuert. Wollten wir filmen, steht um ein Auto, sieht jetzt aus wie Sau. Aha. Und da wollten wir ein paar Videoaufnahmen machen, dann wollten wir fragen, aber wir sind durchgefahren, keine Sau, nirgends, ne? Keiner da. Ach, super. Tausend Dank, schönes Wochenende. Oh Gott. Bitte? Also, Dankeschön, gell? Ja, schön zu arbeiten. Das ist wegen der Sicherheit, oder? Ja. Der Herr Christ ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn, wenn du mit dem irgendetwas machst, hast du jedes Mal das gleiche Problem. Und er ist nie schuld. Er ist nie schuld.